Ihnen nun zwei Amtsträger, jüdische Amtsträger, willkommen zu heißen. Das ist eine große Ehre für uns. Wirklich, dass Herr Rabbiner Baumann zu uns spricht und Herr Kantor Issachar Hellmann wird uns mit hineinnehmen in das El Male Rachamim. Gott voll Erbarmen heißt das, das ist das Gebet für die Opfer des Holocaust. Bitte um Ihre Aufmerksamkeit und danke herzlich, dass Sie gekommen sind. Verehrte Anwesende, Vertreter aus Politik, Religion und Gesellschaft, liebe Freunde. Letzte Woche waren meine Frau und ich zusammen mit den Studenten unserer Gemeinde in den Vernichtungslagern von Auschwitz-Birkenau. Wir waren dort, aber nicht nur um den Opfern des Holocaust zu gedenken, sondern um unser Leben und unser Überleben zu feiern. Auch heute haben wir uns hier versammelt, um den ermordeten, verbrannten, erwürgten und geschlachteten Opfern der Kirche des Mittelalters und der Nationalsozialisten und deren Helfern zu gedenken. Zugleich haben wir uns aber auch hier versammelt, um unser Leben in Freiheit, Demokratie und Frieden zu feiern. Was ist aber dieses Leben, für welches wir heute marschieren? Und welchen Beitrag können die Religionen dafür leisten? Ich möchte hierzu, um das zu verdeutlichen, eine bewegende Geschichte über den Rabbiner aus der polnischen Stadt Kotzk und seinen Schüler mit Ihnen teilen. Einst erfuhr der Schüler beim Studium der mystischen Bücher, dass sich einer besonders gerechten und gelehrten Person, der Prophet Elia, offenbaren kann. Er wollte unbedingt an einer solchen Offenbarung teilhaben und fragte seinen Rabbiner, was man dafür tun sollte. Dieser sagte, er müsse sich zunächst viele Jahre intensiv mit dem Bibel- und Talmudstudium beschäftigen und dann wird man weiterschauen. Nach vielen Jahren des Lernens fragte er nochmal seinen Rabbiner, was er nun weiter tun solle. Dieser erwiderte, er solle sich nun für einige Monate zurückziehen und wenn möglich Passtage abhalten. Nach 40 Tagen der Kasteiungen kehrte der motivierte Schüler zurück und fragte ungeduldig, wann er denn nun endlich den Propheten Elia begegnen werde. Der weise Rabbiner antwortete, na gut, nimm nun einige Laibe Brot, Wasser und Brennholz und begebe dich zu einer Hütte am Rande des Waldes und klopfe an die Tür, dann wird der Prophet Elia dir erscheinen. Der Schüler machte das, er nahm die Sachen, ging in den Wald und klopfte an die dortige Tür. Eine alte und schwache Dame öffnete ihm die Tür und nahm mit voller Freude die Geschenke entgegen und verschloss aber die Tür hinter sich. Doch der Prophet Elia erschien ihm nicht. Betrübt kehrte er zum Rabbiner zurück und berichtete von seiner Enttäuschung. Doch dieser sagte ihm tröstend, dieselbe Prozedere nächste Woche nochmal zu wiederholen. Der Schüler tat dies. Als dieses Mal die alte Dame die Tür öffnete, dankte sie ihm und rief ihrem Ehemann zu, siehe, ich habe dir gesagt, auch diese Woche wird der Prophet Elia zu uns kommen und uns Essen bringen. Und schloss die Tür hinter sich. Enttäuscht, ja gar sauer, begab sich der Schüler zu seinem Rabbiner und beschwerte sich. Ich habe alles so gemacht, wie Sie es mir gesagt haben. Habe jahrelang studiert, habe mich zurückgezogen und habe die Geschenke in das Waldhäuschen der alten Dame und ihrem Manne gebracht. Und der Prophet Elia ist immer noch nicht erschienen. Daraufhin fragte ihn der Rabbiner, hat dir die alte Dame etwas gesagt? Ja, hat sie. Sie meinte fälschlicherweise, ich sei Elia, der Prophet, wo diese doch niemandem erschienen ist. Da schaute der Rabbiner seinem Schüler tief in die Augen und sagte, mein Schüler, hast du es denn immer noch nicht verstanden? Wofür brauchst du die Offenbarung Elias, wenn du schon selber zu einem Elia geworden bist? Es reicht nicht aus,
nur über Gerechtigkeit und Frieden zu predigen und passiv abzuwarten, bis etwas geschieht. Sondern es muss durch ein persönliches Beispiel und persönliche Courage geschehen. Nur so kann eine friedliche Gemeinschaft gebaut und belebt werden. Wir alle, ob jüdisch, christlich, muslimisch, konfessionslos oder sogar religionskritisch, wir alle, die heute hier versammelt sind, haben die moralische Pflicht, sich selber zu einem Elia zu entwickeln und dieses Ideal unserer Jugend vorzuleben. Nur so lassen sich Fremdenhass und Vorurteile aus unserer Gesellschaft vertilgen. Die heutige Zeit ist auch das Zeitalter der Identitäten. Junge Menschen suchen nach ihrer eigenen persönlichen Identität. Sie suchen einen Platz im Leben, an dem sie sich festhalten und sicher fühlen können. Auch Religionen, die für Inklusion und Respekt stehen, können ein Ort für die Suchenden sein. Die Religionen müssen sich heutzutage beweisen und der Welt zeigen, dass radikales und verachtendes Gedankengut nichts mit Gott, nichts mit der Bibel und nichts mit der Religion zu tun haben kann. Tragen denn nicht etwa auch die etablierten Weltreligionen eine gewisse Verantwortung, ja zum Teil sogar Schuld daran, dass immer mehr junge Menschen nach alternativen Formen ihres individuellen religiösen Ausdrucks suchen und sich nicht selten radikalisieren? Erst wenn die Religionen gemeinsam diesen Geist der Inklusion in der Gesellschaft vorantreiben und von diesem Ideal nicht abweichen, wird auch die säkulare Gesellschaft mehr Verständnis für religiöses Gedankengut und religiöse Praxis haben. Die Jugend will kein, wenn ich die moderne Sprache benutzen darf, politisches Gerede, sondern sie will eine klare Linie, ein klares Gedankengut, klare Meinungen und vor allem klare Handlungen. Die zunehmende, aus meiner Sicht negative Radikalisierung in Europa, sowohl von rechts wie auch von links, ist das Resultat einer schwachen Mitte, welche keine klaren Positionen und Botschaften an die Jugend zu vermitteln hat. Vernunft muss zu unserer Muttersprache werden. Doch eine Sprache wird nur dann verstanden, wenn sie klar und deutlich ist. Sie wird erhört, wenn sie ehrlich ist. Und sie hat Bestand, wenn man auch ihr entsprechend handelt. Es ist sicher sehr bedeutsam und sehr wichtig, der ermordeten Opfer zu gedenken und laut das nie wieder zu verkünden. Aber noch wichtiger ist es, die heute noch Lebenden zu schützen. Gegen die Ungerechtigkeit, gegen den Terror und den Hass zu verteidigen. Solange Christen heute in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens ermordet werden, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe und Religion verfolgt und Minderheiten gedemütigt werden, und solange uns Juden sogar das elementare Existenzrecht auf einen eigenen Staat von einigen Leuten abgesprochen wird, reicht das schweigende Gedenken allein nicht aus. Wer Israels Produkte boykottiert, sollte jetzt sein Smartphone herausnehmen und es wegwerfen, da es keine Mobiltelefone ohne Chips made in Israel gibt. Nur das Erheben einer schreienden Stimme, der lautstarken und ermahnenden Stimme des Propheten Elia gleich, kann etwas ändern und uns in eine bessere Zukunft befördern. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Nicht nur um schweigend zu marschieren und schweigend zu gedenken, sondern im Gegenteil, um unsere Stimme zu erheben und im Sinne der Gerechtigkeit zu handeln, Juden und Christen zusammen. Und nehmen wir uns doch als Leitmotiv den bekannten Talmudspruch zu Herzen, und damit schließe ich, der das Folgende besagt: Wenn nur ein Menschenleben zerstört, zerstört die gesamte Welt. Und wer aber nur ein Menschenleben rettet, der rettet die gesamte Welt.